Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. So ein Anfang hier wäre im Tesla Model 3, was ich vorher hatte, unmöglich gewesen, weil sich da hinten so reinsetzen war aufgrund der Bauform des Fahrzeugs und auch der Bauform der Kofferraumklappe praktisch unmöglich. Und das ist hier im Model Y viel, viel besser. Und das war für mich auch ein Grund für den Umstieg. Die Kofferraumöffnung ist im Model 3 einfach viel zu klein und macht es halt echt schwierig, größere Dinge zu transportieren. Aber darum soll es heute gar nicht gehen. Ich werde jetzt nämlich neue Rückleuchten hier in mein neues Model Y einbauen. Die sind dynamisch und zum anderen sind die getönt. Und dabei nehme ich euch mit. Ich hoffe, mein handwerkliches Geschick reicht dafür. Und jetzt geht's auch schon los. Ich werde hier mit der Kunststoffabdeckung von der Heckklappe anfangen. Die muss weg. Dafür nehme ich so ein Hebelwerkzeug. Einfach da reingreifen und dann ziehen. Und dann geht es auch schon ab hier. Und das gleiche Spiel auf der linken Seite natürlich. So. Jetzt sieht man hier, dass es einfach so gesteckt ist mit so Klipsen. Wenn ich das jetzt richtig gemacht habe, dann müsste diese komplette Verkleidung hier jetzt weggehen bzw. abzunehmen sein. Und so ist es auch. Hier sieht man jetzt schön, wo die Kabel verlegt sind. Dann sind hier rechts und links solche Klipse, die müssen entfernt werden. Hier einfach mit dem Schraubendreher drunter raushebeln und rausnehmen. Auf der anderen Seite genauso, hier unter diesem Kopf, diesem Kunststoff. Und der springt dann raus und dann kann man das hier schön rausnehmen. Den Stecker habe ich leider nicht abbekommen, also habe ich jetzt den Stecker dran gelassen, habe mir das Ganze mit einer Leiter unterbaut, damit das Kabel nicht unter Spannung ist. Und jetzt mache ich halt so weiter. Dann gibt es auf beiden Seiten an den Rückleuchten einen Stecker jeweils. Dieser rote Nipsel hier, der muss nach unten gezogen werden. Und der Stecker ist auch schon weg. Also, ich befinde mich jetzt hier und hier ist eine Schraube bzw. eine Mutter und dafür braucht ihr einen Steckschlüssel, 8 mm und dann wird diese Mutter hier aufgedreht. Kann ich jetzt auch von Hand machen. So, und da ich den anderen Stecker nicht abbekommen habe und da jetzt die Leiter stehen habe, brauche ich noch eine Leiter. Und jetzt geht's hier weiter. Wie gesagt, ich habe jetzt diese eine Mutter gelöst und der Scheinwerfer ist jetzt schon komplett lose. So, von hier außen musste ich jetzt hier ein bisschen radikaler hebeln. Das saß ziemlich fest, da ich keine Hilfe habe und filmen und raushebeln beides gleichzeitig schwierig ist. Konntet ihr das jetzt nicht sehen, aber wie gesagt, ich habe jetzt hier den Scheinwerfer schon draußen. So sieht das aus. Auf der Rückseite hat er zwei solche Pins, wo der praktisch in Position gehalten wird. Und hier ist dieser kleine Gewindestehbolzen. Und da wird dann praktisch der Scheinwerfer mit der Mutter befestigt. Im direkten Vergleich jetzt dazu hier der neue. Und auch der hat diese zwei Pins und auch wieder diesen
Gewindebolzen. So, und jetzt dieser ganze Ablauf andersrum. Das hier reinsetzen, wie es gehört. So, die beiden Pins sitzen, die Gewindeschraube ist auch drin. Das Kabel habe ich jetzt hier durchgefuddelt. Zuvor habe ich probiert, ob das und das hier zusammenpasst, und das passt zum Glück. So, jetzt kommt die kleine Mutter wieder drauf. Die habe ich zum Glück eingesteckt, sonst hätte ich die wahrscheinlich nie wieder gefunden. Yay! Die setze ich hier jetzt von Hand an. Und dreh die mal so weit, wie ich kann. Und bevor ich dann diese Mutter festziehe, kontrolliere ich hier nochmal, ob hier alles passend sitzt. Und während ich dann hier mit dem Steckschlüssel anziehe, gucke ich, dass das alles hier in Position bleibt. Ich habe das jetzt halbwegs ausgerichtet und nach Gefühl angezogen. Weitestgehend ist es ja von der Position her schon vorgegeben durch die zwei Pins und die Schraube. Also viel Variationsmöglichkeit hat man ja nicht. Und ich denke, das passt. So, das Spiel habe ich jetzt auf der anderen Seite wiederholt. Die Mutter ist angezogen. Die Stecker habe ich verbunden. Und jetzt sieht das Ganze schon mal so aus. Bevor ich weitermache und jetzt alles wieder zusammenbaue, mache ich jetzt aber erstmal einen kleinen Funktionstest. Machen wir hier mal die Scheinwerfer an. Gehen wir raus und kontrollieren, ob das Ganze funktioniert. Bis hierher. Und ja, ich glaube, das sieht gut aus. So, wieder ein Stück weiter. Die Verkleidung habe ich nämlich schon wieder dran. Ihr müsst hier aufpassen, wenn von diesen weißen Clipsen, welche oben in der Klappe drin stecken bleiben, müsst ihr die raushebeln und müsst sie wieder in diese Verkleidung hier reinsetzen, damit es dann alles wieder funktioniert. Und ähnlich ist es mit diesen Clipsen hier. Hier sind drei Clipse auf dieser Seite. Und hier sollten drei Clipse sein auf dieser Seite. Und da war es nämlich so gewesen, dass die hier drin steckten. Und wenn das der Fall ist, dass die hier drin stecken, und zwar steckten die hier drin, dann müsst ihr die einfach hier raus machen und setzt sie dort wieder ein. Die vordere Abdeckung habe ich jetzt auch wieder dran. Das passt auch alles immer noch sauber. Einen Clip habe ich leider verloren. Keine Ahnung, ich habe überall gesucht, ich kann ihn nicht finden. Aber so ist es bei mir immer, wenn ich mit solchen Clips arbeite. Einen verliere ich immer grundsätzlich. Heckklappe funktioniert auch noch. Da habe ich also auch nichts kaputt gemacht. Die inneren Scheinwerfer sind jetzt getauscht. Jetzt geht's an die äußeren. Als nächstes nehme ich jetzt erstmal diese Abdeckung hier raus. Mach die mal hier nach vorne. Das ist übrigens die Matratze. Die habe ich schon eine ganze Weile. Und zwar haben wir die im Model 3 schon mal benutzt. Da sind wir damals nach Südtirol gefahren. Wenn euch das Video dazu interessiert, wie das war, ich verlinke euch das hier mal. Als nächstes muss jetzt dieser Ladekantenschutz hier weichen. Da braucht man schon ein bisschen Kraft hier. Aufpassen, dass man hier nichts kaputt macht. Gerade auch wegen dieser Gummidichtung. So, und das war es auch schon. Nun müssen die Klipse hier weg. Die sind genauso wie die, die wir vorhin oben hatten. Einfach wieder mit einem Schraubenzieher unter diesem Kopf. Dann kommt dieser Pin hier raus und dann kann man den einfach rausnehmen. So,
Simple Sache, wenn man weiß, wie. Dann haben wir hier ein Seitenteil, das muss weg. Das ist auch wieder gesteckt. Und auf der anderen Seite genauso. So, jetzt muss die Matratze allerdings mal raus hier. Und dann gibt es hier wieder Klipse, rechts und links. Die kenne ich ja mittlerweile. Wieder mit dem Schraubenzieher drunter. Der Pin kommt raus, Clip raus. Und auf der Seite genauso, wenn es den klappt. So. Und jetzt kann man die Wanne entnehmen. Ich glaube, ich lasse das nachher einfach alles weg. Das ist Gewichtsersparnis. Dann dürfte er auf jeden Fall schneller werden. So, jetzt muss hier der ganze Kram hier weg. Damit wir an die Rückleuchten kommen. Ich glaube, das hier oben muss auch weg. Das ist auch alles gesteckt. Leute, wenn ihr euch denkt, das fühlt sich unangenehm an, bei einem neuen Auto, dann kann ich das nur bestätigen. Ja, das fühlt sich wirklich unangenehm an. Hier hinten ist jetzt die Rückleuchte, also beziehungsweise hier komme ich jetzt ran. Die ist mit zwei Muttern befestigt. Hier sieht man übrigens auch mal schön den Subwoofer, weiß ich auch mal, wo der ist. Zuerst habe ich den Stecker wieder entfernt. Dazu einfach an diesem roten Bügel ziehen, dann den Stecker rausziehen. Das geht eigentlich recht einfach. Dann habe ich die zwei Muttern hier vorne gelöst, wieder mit einem 8er Steckschlüssel. Die Muttern habe ich jetzt von Hand rausgedreht. Hier ist jetzt so ein Anschlagnuppel. Der ist nur gesteckt, den kann man runter machen hier. Den stecke ich auch am besten ein. Und dann sollte eigentlich die Rückleuchte schon zu lösen sein. Und ganz genau so ist es. Rückleuchte ist raus. Ging relativ einfach. Hab sogar ich hinbekommen. So, und jetzt auf umgekehrten Weg die neue rein. Und die Rückleuchte sitzt. Hier komme ich jetzt mit meinem Steckschlüssel nicht mehr ran. Deswegen brauche ich hier so einen kleinen Ratschenschlüssel mit einem Steckaufsatz. Jetzt mache ich erstmal den Blinkertest, bevor ich weitermache. Weil jetzt habe ich nämlich den direkten Vergleich. Das ist die neue Seite, die rechte. Und das ist die linke Seite, die ich noch nicht gewechselt habe. So, auf der linken Seite habe ich jetzt die Verkleidung nicht ganz so weit weggemacht, weil man kommt hier eigentlich ganz gut bei, wenn das hier ein Stück weg ist. Was man auf jeden Fall aufpassen muss, ist, dass einem die Muttern hier nicht reinfallen. Das ist gefährlich. Ansonsten geht es ganz gut auf die Art. Worauf man ein bisschen aufpassen muss, hier sind wieder die zwei Pins. Das ist ja klar, dass die Rückleuchte wieder in Position gehalten wird. Aber hier, wo die zwei Gewindebolzen sind, da sind solche Dichtungen drauf. Und da muss man ein bisschen aufpassen, dass man die nicht verliert. So, da sitze ich wieder, wo ich auch am Anfang saß. Mission erfolgreich. Ich habe alles wieder zusammenbekommen, ohne dass was kaputt gegangen ist. Was allerdings kaputt gegangen ist, sind ein paar Klipse. Mir ist auch ehrlich gesagt ein Rätsel, wie man sowas hinbekommen kann, ohne dass dabei nicht welche von den Klipsen zu Bruch gehen. Wichtig ist, es hält alles, die Rückleuchten funktionieren und ich fahre jetzt mal hier raus und zeige euch, wie das aussieht. So, zufällig steht das Auto jetzt genau so, dass eine Seite in der Sonne steht und die andere im Schatten. Und hier sieht man jetzt schön, wie dunkel die Scheinwerfer aussehen, wenn er denn nicht gerade in der Sonne steht.
Und auf der linken Seite wirkt es natürlich deutlich heller. Und so geil sieht es im Dunkeln aus. Ich habe mich jetzt erstmal umgezogen, weil ich bei der Aktion Blut und Wasser geschwitzt habe. Nein, das habe ich natürlich nicht. So anstrengend war es gar nicht. Wer darüber nachdenkt, den Umbau ebenfalls zu machen, ich habe etwa 3,5 Stunden gebraucht für das Ganze. Dabei muss man aber bedenken, dass ich das noch gefilmt habe und das ohne Unterstützung. Und dann muss man ständig die Kamera umpositionieren und so weiter und so fort. Und da braucht man natürlich deutlich länger. Ich denke mal, man kann das auf jeden Fall in 2 bis 2,5 Stunden kann man das schon schaffen. Ich finde, dass der Umbau gelungen ist, beziehungsweise dass es optisch jetzt wirklich gut aussieht. Auf jeden Fall finde ich es schöner als die Standardrückleuchten. Schreibt mir gerne mal in die Kommentare, was ihr darüber denkt, ob euch das gefällt, ob ihr das machen würdet oder ob ihr das eher unnötig findet. Geschmäcker sind da ja völlig verschieden. Für mich hätten die Rückleuchten ruhig noch ein bisschen dunkler sein können. Es gibt ja auf AliExpress gibt es ja zum Beispiel jede Menge von schwarzen Rückleuchten, die wirklich extrem dunkel aussehen optisch. Allerdings habe ich dort keine gefunden, die hier in Deutschland erlaubt wären. Die ich jetzt hier verbaut habe, haben eine E-Kennzeichnung. Das heißt, mit denen kann ich keine Schwierigkeiten bekommen. Und das ist mir auf jeden Fall wichtiger als Optik. Ich hoffe, das Video war für den einen oder anderen interessant. Falls ja, gib mir gerne einen Daumen nach oben. Abonniere auch gerne meinen Kanal, wenn du das noch nicht getan hast. Und aktiviere die Glocke, damit du auch in Zukunft keines meiner Videos verpasst. Ich wünsche euch von hier auf jeden Fall noch einen schönen Tag. Macht's gut, bleibt gesund. Und allen von euch, die elektrisch unterwegs sind, wünsche ich allzeit einen vollgeladenen Akku.